Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Automation The Car Company Game. Falsch, ich habe ein Wort vergessen. Car Company Tycoon Game. So, da wird der Schuh draus. Und wir wollen so ein bisschen das Colt Sievers Auto nachbauen. Das ist eigentlich ein 86er GMC. Den sehe ich hier aber nicht. Und der hat irgendwie hinten die Ausbeulung noch am Radkasten. Der hat eigentlich das Original nicht, soweit ich weiß. Es kann aber auch sein, dass es ein 78er war. Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, aber wir nehmen den hier, den 85er, dann halt damit leben, dass hinten so eine Beule dran ist. Die können wir vielleicht eventuell noch wegmorphen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Gut. Und zwar soll das werden, das Old Car. Ich versuche jetzt gar nicht Sievers richtig zu schreiben, deswegen lassen wir das. So. Das Ganze müssen wir denn. Ich weiß gar nicht, was für einen Motor der hatte, aber wir nehmen natürlich diese Karosserie und da sehen wir schon, das sieht mal gut aus. So, das Verkleidungsmaterial wird auf jeden Fall Stahl. Der Chassis-Typ ist ein Gitterrahmen oder Pickup Monocoque. Wird man auch Pickup Monocoque machen. Obwohl Gitterrahmen, glaube ich, richtiger ist. Ich glaube, der hat den Gitterrohrrahmen. Leiterrahmen hatte der nicht, ne? Leiterrahmen. Oh, könnte er auch gehabt haben. Aber der Gitterrahmen ist natürlich vom Gewicht her wesentlich besser. Konstruktionszeit. Konstruktionseinheiten. Gewicht ist wesentlich besser. Werkzeugkosten, Materialkosten, Sicherheit. Ja, machen wir mal doch den Gitterrohrrahmen. So, das Ganze machen wir mit Stahl. Motoranordnung ist, glaube ich, gewesen quer, ne? Bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, er war quer. Wir machen auf jeden Fall McPherson quer. Federbein, die sind hier schon drin, ne? Doppellenkerachsen. Nee. Starachse, Schraubfedern, ne? Das ist ein Quatsch, das braucht man wirklich nicht. Und Blattfedern, nein. Dann haben wir McPherson Federbein nehmen wir. Und für hinten nehmen wir auf jeden Fall die Verbundlenkerachse oder so. Ich glaube, so hieß das. Da kommen wir ziemlich weit nach oben mit. Ah, die sieht auch gut aus. Er hat auf jeden Fall, ich glaube, der hat hinten so eine Drehstabfederung gehabt. Ich bin mir aber gar nicht mehr so sicher. Aber gut. Hauptfeder? Nee, das ist ja das. Das ist hier quasi so die Federung hier. Das ist ganz was Merkwürdiges. Ganz komisches Konstrukt. Was ist das denn hier? Pushrod-Aufhängung. Ach, du ahnst es nicht. Nee, Buggy ist es nicht. Gut, dann nehmen wir die Schräglenker. Ich glaube, das war's denn. Kann ich das ganze Fahrzeug nicht irgendwie ein bisschen länger machen? Ich würde es gerne ein bisschen länger machen noch, aber na gut. So, dann geht's los. Was war für ein Motor in dem Fahrzeug? Hui. Kann uns eigentlich fast egal sein. Wir bauen dort auf jeden Fall einen 6-Zylinder-Reihenmotor ein. Ja, der kann ja ruhig quer sein. Ich weiß gar nicht, wie das da mit dem Getriebe funktioniert, aber das kriegen wir schon noch irgendwie unter. Könnte sein, dass wir jetzt von der Größe her nicht hinpassen. Das Ganze machen wir natürlich aus Gusseisen. Kann alles ein bisschen schwerer sein. Und was machen wir da am besten? Doch, wir machen die Bohrung relativ groß. Dann kriegen wir viele Ventile rein. Denken wir, dann machen wir dann, also wir machen dann 16 Ventile, also nicht 16, sondern 24 Ventile da rein. Ja, auf 95 machen wir ruhig und den Hub, den machen wir mal auf 85, dann gucken wir mal, wie viel kommt da raus. 3,6 Liter Maschine. Ist von der Länge her schon anstrengend, dass wir den da überhaupt richtig reinkriegen. Das könnte mit dem Getriebe dann gleich merkwürdig werden. So, wir machen auf jeden Fall direkt agierende OHC. So. Das reicht erstmal hin. Ach ne, wir wollten ja mehr Ventile haben hier oben. Machen wir 3 Ventile oder machen wir. Komm, wir gucken mal ganz kurz, wie sieht denn das aus drin? Bitte den Zylinderkopf weg, danke. 3 Ventile könnte man machen, ne? Oh, das sieht aber auch. Muss mit der Kameraführung muss ich ein bisschen arbeiten. Ja, oh, das geht schon. Die Ventile würde so aussehen. Ja, ja. Würde aber oben am Zylinderkopf. Na gut, das geht eigentlich noch, ne? Kriegt eigentlich nicht auf, wenn wir das machen.
Kann ich noch irgendwo sagen, wie viele Nockenwellen ich haben will? Oben liegen Nocken. Ich kann noch zwei oben liegen Nockenwellen. Oh, das trägt natürlich richtig auf, ne? Ja, aber sieht schick aus, ne? Das weiß ich echt nicht, was der für Motor drin hatte. Ich glaube, der hatte den. Aber der müsste den quer gehabt haben. Naja. Gut, macht nichts. Das Ganze wird natürlich aus Gusseisen hergestellt und nicht aus Aluminium. Lass uns den mal anzeigen. Hier, wie sieht denn aus? Oh, das ist alles noch. Das passt alles noch ganz gut. Wir müssen nachher sowieso die Optimierung des Motors noch vornehmen. Das haben wir ja alles gelernt in den Tutorials, wie man das alles machen kann. Und eine Kurbelwelle nehmen wir natürlich hier. Dann nehmen wir schön geschmiedet. Also dann nehmen wir schon mal eine, die ein bisschen mehr aushält. Wir wollen ein bisschen Kraft übertragen. Wir wollen schwere Eisenkolben. Gegossen, geschmiedete Haarpleu. Nee, schwer. Gegossen. Gewicht, Materialkosten, maximale Drehmoment, maximale Drehzahl, nee. Dann lieber gegossene und dann nehmen wir hier geschmiedete Kolben, glaube ich. Dann nehmen wir hier geschmiedete Haarpleuel, wenn schon, denn schon. So, das könnte uns dann hier Variante Hubraum, gibt es nicht. Das dürfte uns schon zumindest ein bisschen Kraftübertragung erlauben. So, was hat er denn hier? The Four Tires has very high profile. Ach Gott. Ihr würdet eh gelängende Wagen. So, die Verdichtung. Naja gut, da stellen wir erstmal. Da fummeln wir das später dran, ne? Ich wollte immer gucken, nichts versus VTT-Ansaugung. Gewicht, Materialkosten, Produktionseinheiten 1,0, Konstruktionseinheiten. Ich weiß nicht, was dieses VVT ist. Da ist so ein Fragezeichen dran, aber ich sehe nichts. Ich kann nichts lesen davon. Ich wollte immer mal gucken, was das ist. Das habe ich immer noch vergessen. So, das Ganze bleibt ein popeliger Saugmotor. Kommt kein Turbo dran. Nee, kommt kein Turbo dran. Das, nee. Turbo aufgeladen brauchen wir den wirklich nicht. Der soll einfach ein bisschen Drehmoment haben. Der soll auch durchaus sportiv sein, aber hauptsächlich soll er Drehmoment haben. Das ist wichtig. So. Kraftstoffgemisch, ja, das können wir ein bisschen fetter machen hier. Ich weiß gar nicht, momentan gibt es da gar keine Begrenzung. Achso, wir könnten erstmal hier machen. Wir machen natürlich Vergaser und dann machen wir hier Vierfachvergaser. Die sehen wir gerade noch nicht, kommt gleich. Konfiguration mit zwei Vergasern. Das Ganze ist auf Leistung ausgebaut und sieht richtig scheiße aus. Wie sieht denn das so scheiße aus? Das sieht schon besser aus mit Querstrom. Haben wir mal drei. Ach, guck mal hier. Das haben wir doch original im Car Mechanic gehabt, ne? Mit drei solchen Querstrom-Luftfiltern und Querstromvergasern hier. Dann gehen wir mal auf Rennsport. Dann sieht das so aus. Und hier gehen wir bloß auf Leistung. Gut. Ja, das lassen wir so. Sieht schön scheiße aus. Könnte Probleme geben, aber wir werden es sehen. Das Ganze fährt erstmal mit normalem Benzin. Da müssen wir es ein bisschen fetter machen, damit es ein bisschen besser kühlt. 12,5 ist Max, okay. Weiter können wir da oben nicht? Okay. Gut, Zündzeitpunkt, den machen wir lieber ein bisschen später. Ein bisschen zu spät als früh. Umdrehungsspitze sind 2900. Oder früher. Wir wollen ja wenigstens so 5000 Umdrehungen, wollte ich jetzt eigentlich rausholen. Na. So. Eieiei, na gut, das kann interessant werden. Da könnte durchaus. Umdrehung, Leistungsspitze, niedrigere Oktanzahl, veraltete Zündeinstellung, höherer Zündzeitpunkt. Na gut, wir gucken mal. Ich denke mal, der Motor wird sowieso nachher am Ende wieder Schwierigkeiten haben. Das Ganze wird natürlich ein 4WD. Allradantrieb, Vierradantrieb. Was ist da der Unterschied? Kann ich Autos mit mehreren Rädern bauen? Oder kann ich Kettenfahrzeuge bauen? Oder mit zwei Rädern oder drei Rädern? I don't know. Gut, dann gucken wir beim Auspuff. Und beim Auspuff, da machen wir natürlich einen schönen Fächerkommer hin hier. Oh ja, das sieht gut aus. Schicki. Schick. So. Langrohrfächer. Rennsport. Eieiei. Na gut, da kann man natürlich richtig Geld bei ausgeben, aber wir machen nochmal einen Fächerkommer oder mal. Wir machen das. Oder was ist das hier einfacher? Achso, das ist der ganz einfache. Ja, den kennen wir aus dem Karmech, ne? Ach, wir machen einen Fächerkommer. Sieht einfach geiler aus. So, Auspuff einzeln, der Auspuffdurchmesser wird angehoben auf, uiuiui, da geht aber gleich richtig was hier, 82, warte mal, machen wir 76. Katalysator, nein, Vorschalldämpfer, Reflexion und Reflexions-Endschalldämpfer. Und jetzt sehen wir schon, wir haben kein Klopfen, kein Ventilklappern, kein gar nichts. Was? Wie sieht's hier aus mit der Strömung, Auspuff, naja, also, oh Gott, da haben wir echt einen Motor gemacht, der einigermaßen funktioniert. Ne, das ist ja schon mal nicht schlecht.
Dem müssen wir natürlich noch einen Namen geben hier. Der ist dann natürlich Family 1. Nee, das ist 6-Zylinder. Ja, weiß ich nicht. Wie wollen wir denn den Motor nennen? Ach komm, dann kann es ja so mal Family heißen. Family, nicht Family, Family. Family 1 von mir aus. So. Die Namengebung machen wir uns später Gedanken. Das finde ich ja mal ganz geckig. Also, dann gucken wir uns mal den Motor an. Hier, so sieht er jetzt aus. Machen wir mal einen Test rein. Oh, hier mal durch den Zylinderkopf. Wir machen mal hier den Krümmer. Oh ne, den Krümmer, den lassen wir mal. Wir gucken, ob ich den zum Glühen kriege. Das könnte mich mal interessieren. Moment. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Soundmäßig ist er auch ganz gut, aber wir können natürlich noch ein bisschen was rausholen, weil wenn wir jetzt noch so gut dabei sind, dann können wir natürlich hier Kraftstoff, können wir einen Zündzeitpunkt, wo können wir noch mehr Leistung rausholen? Bei Drehzahl können wir so was rausholen. Wir wollen uns mal ganz kurz das, na, gucken wir mal, was wir dann verändern. Wenn wir jetzt die Drehzahl hochsetzen, dann kriegen wir 170 kW. Ja, jetzt kommen wir langsam über den Punkt. So, okay, das sieht gut aus. 7000 Umdrehungen, okay. Da haben wir noch ein paar kW rausgeholt. 172 haben wir. Der Drehmoment ist natürlich auch schön auf einer Länge hier. Das ist gut. Das liegt immer sehr schön viel Drehmoment an. Ein bisschen früher den Zündzeitpunkt noch letzten. Und dann können wir mal gucken. Hier Lufteinlässe, Rennsport. Das bringt auf jeden Fall 5 kW. Motoreffizienz ist dann 170. Das ist okay. Das können wir mal machen. Wenn wir jetzt Kraftstoff 1 plötzlich mal machen, dann holen wir da raus. Mehrpunkt. Leistung, Rennsport. Da holen wir fast gar nichts raus, ne? Vergaser, Rennsport. Was? Soll ich jetzt bloß noch 130 kW? Soll ich jetzt klopfen? Was ist da passiert? Hä? Jetzt habe ich irgendwas kaputt gemacht. Moment. Was ist das denn? Hm? So, jetzt ist wieder heile, ne? Jetzt ist wieder heile. Kommen wir auf Rennsport. Die 5 PS, die holen wir uns noch. Nicht PS, sondern 5 kW. In der Spitze, oder mal hier. Umdrehung. So, da halten wir es mal an. Achso, springt alleine dahin. Gut, dann haben wir einen Turbolader, machen wir nicht dran. Wir können natürlich bei der Verdichtung noch ein bisschen was. Oh, da kriegen wir Klopfen dann. Okay, warte. So, Nockenwellenprofil. Können wir noch ein bisschen was holen? Können wir noch ein bisschen. Oh ja, da gehen noch ein paar PS. Da geht was. Noch geht. Oh. Ja, nee. Da bricht es dann ab, da wird es dann der Drehmoment weniger. So, da haben wir doch schon fast 200 PS, da haben wir schon ein bisschen mehr rausgeholt. Gut, dann würde ich sagen, gucken wir mal hier noch, was ist das? Oh, das bringt auch noch was. Das bringt auch noch mal ein bisschen. Ja, gut, am Auspuff kann man natürlich was machen. Rennsport bringt auch noch ein bisschen was, aber wir lassen mal den Fächer krümmer. Moment, ich habe jetzt noch mal ganz kurz bei der Verdichtung. Wenn ich jetzt das bisschen besser abtransportiere, gut, dann geht das schon mal. Wie sieht es denn aus hier bei der Strömung? Abgaskrümmer, Auspuff geht noch, gerade so. Gut, also da haben wir noch mal ein bisschen was rausgeholt am Motor. Wir werden noch mal eine Testfahrt machen hier. Klang wie eine Fehlzündung am Anfang. Oh ja, das ist schon, Moment. Wollen wir natürlich, jetzt gucken wir uns das nochmal an hier. Wenn wir direkt drauf gucken auf den Motor und dann lassen wir uns mal das Motorgehäuse nochmal ausblenden und wollen nochmal richtig reingucken. Warte, das
Nehme ich noch mit, Zylinderkopf auch. Kann ich hier vorne das Steuerding, vordere Abdeckung weg. So, dann gucken wir mal genauso in den Motor hier, auf unsere 6 Zylinder, wie sie das arbeiten. Und dann geben wir mal Gas. So, das ist so quasi Leerlauf, ne, so 1000 Umdrehungen. Dann ziehen wir mal langsam den Gas an hoch. Schön auf der Straße, Autobahn. Ganz gute Spur, glaube ich. Und dann immer Gas. So sieht es aus im Motor. Das macht er dann. So, natürlich macht er auch so einen Krach. Geil. Ich mag es, wenn es laut ist. Gerade beim Autos. Also, sagen wir mal, ich mag es, wenn es draußen laut ist. Im Auto darf es ruhig durchaus leise sein. Draußen, ne? Also, der Publikum darf ruhig Bescheid werden. Gut, okay. Das hätten wir mal. Ich muss nur einen schönen Namen dafür finden, aber den, das werden wir dann sehen. Wir werden gleich dann natürlich das Getriebe anbauen und alles. Und dann natürlich kommt der auch noch ins Auto. Ich denke mal, wir werden wahrscheinlich die Bauform noch ändern müssen, dass er quer drin ist und nicht, dass er längs drin ist und nicht quer. Das kann uns auch passieren oder blühen, damit wir hier da noch alles neu kriegen. Gut, das soll es erstmal gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen. Wir haben einen 6-Zylinder konstruiert, der gar nicht mal so schlecht ist. Wir haben einen 6-Zylinder mit, nochmal ganz kurz gucken. 215 kW. Das ist gar nicht mal schlecht. Oh, könnt ihr mal ein Foto von hier? Geht sogar. Und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss.